Hey Leute, willkommen zurück zu The Final Station. Wir sind unterwegs mit unserem wunderschönen Zug und haben wieder Passagiere, denen es an allem mangelt, vor allem an Gesundheit, vielleicht auch geistig, und wir haben Hunger wie Schwein. Deswegen müssen wir immer dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Wo geht's denn eigentlich hin? Hier wissen wir natürlich wieder nicht. Die Streckenpläne sind ja voll für den Eimer hier. Wie bei der Deutschen Bahn. Okay, also er hat ziemlich Hunger. Geht aber noch. Na, du bist verletzt. Das bei den Blutern hier, das ist immer ein bisschen gefährlich. Kann ruckzuck, oh Gott. Ruckzuck, dass die draufgehen. Wenn man da nicht ein Auge drauf hat. Das möchte ich ja nicht. Ich habe leider schon einen verloren letztes Mal. Das war ein bisschen... Oh, warte, ich gebe mir erstmal was zu essen hier. Dann haben die Kerle auch gleich schon wieder so viel Energie verloren. Ihr fresst mir echt die Haare vom Kopf. Ich glaube, der Typ hier hat zumindest nicht mehr viel. Oh nein. Oha. Geheime Militärbunker. Was redet ihr denn da? Ich meine, die lassen sich von mir hier rumkutschieren, aber die wissen gar nicht, wo es hingehen soll, oder? Da ich mir die Erste-Hilfe-Kästen aufgespart habe. Vom Munde abgespart habe ich mir die. Blödmänner. Die verbrauchen alles. Undankbares Volk. Muss man halt immer versuchen, gegenzurechnen. Ich weiß, lohnt sich das überhaupt, wenn ich denen mein ganzes Gut hier in den Rachen schiebe? Das Schlimme ist, die hören auch nicht auf zu bluten. Na, guck mal, jetzt fängt er wieder an. Ah! Okay, wir sind gleich da. So lange müssten sie es jetzt überleben, glaube ich. Ihr Doofkörbe! Bitte nicht mehr sterben jetzt, komm! Der hat Hunger, der braucht Essen, nur nicht. Ja, 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 sehr gut. Ach, ein Glück! Ich sage ja, mir sind diese Abschnitte lieber, wo ich nur mich selber kämpfen muss, wo ich dann nicht irgendwelche Typen mit meinem Zug hier am Leben erhalten darf. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Aber hatte ich nicht hier eigentlich schon aufgehört letztes Mal? Dann hatte ich das ja schon geschafft, diese Zugsequenz. Ah, ich weiß nicht. Gott, ist das hier dunkel, meine Güte. Ja, das gefällt mir gar nicht hier. Ach du Elende. Oh, ich will nach Hause. Ich will wieder nach Hause. Oh. Menschen? Warum kann ich denn hier schießen? Je mehr verschont wird, desto mehr können wir verwenden. Armand, das verstehen Sie ganz gut. Ja, wer seid ihr? Ach, oh, hallo, ich habe ja gesagt, dass wir uns bald wiedersehen. Ach, du bist der Chef. Ach so, wie ist er dorthin gekommen? Dieser Ort ist... Dramatische Pause. Ja, das ist wegen des Zuges, davon habe ich gesprochen. Okay. Möchtest du etwas trinken? Ich habe etwas... noch etwas, ein bisschen. Ich glaube, so hat der gesprochen, ne? Zug! Ja? Zug. Er trägt den Kristall. Warum nehmen wir ihn nicht jetzt? Es geht nicht, es ist doch zu früh. Ach ja, du bist im Dienst, das hatte ich vergessen. Ja, bin ich, ihr Vögel. Clever. Das ändert nichts, Zugführer. Amor, ich denke, wir sollten zur Sache kommen. Ja, natürlich. Okay. Was ist hier los? Achso. Ich habe keine Ahnung, was es hier geht. Was haben die gerade besprochen? Blop, 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 blop. Ich fände es übrigens sehr gut, wenn ihr den Kristall nehmen würdet. Oh Gott. Aus wie Augen gerade. Unheimliche Monsteraugen. Ja, Essverstatter. PS, du kannst es noch schaffen. Abschiedsgeschenk. Ja, toll. Ich habe ja nicht mehr so viel, was ich... Ne? Wir gehen die Rohstoffe aus da drin. Ich habe gedacht, ich habe jetzt ein bisschen Möglichkeit nachzufüllen, aufzustocken und alles, aber nein. Es ist alles so mysteriös und verwirrend, wird das nur aufgeklärt, und das wollen die mich die ganze Zeit im Unklaren lassen, weil ich meine, anscheinend weiß ja der Zugführer, also wir, was hier Sache ist. Was ist denn Phase, Kerle? Und fahren wir, fragst du den Falschen, Kumpel?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wo es hingeht. Ach ja, es fährt ein Zug nach nirgendwo und keiner weiß, wo er halt hin wird oder so. Ach Kinder, die fressen mir echt alles weg, guck mal. Oh, was ist das denn hier? Das sind die Bomben! WTF, das sind die ganzen Bomben, die... Nicht ernsthaft, oder? Oh Mann, es ist creepy gerade. Oh. Geht's hier irgendwo hin? Nein, natürlich nicht. Shit, shit, shit. Meine Güte! Nicht umdrehen. Habe ich nicht vor, Freunde. Habe ich nicht vor. Och. Alter Schwede. Das sind die Besucher, ja? Boah, meine Güte, ihr habt immer Hunger. Hunger und sterbt hier fast vor... Ja, ne? Könnt ihr mal bitte weniger sterben? Mehr leben? Danke. Ich hoffe, das zahlt sich aus, ihr Vögel. Ich meine, die geben mir alle Kohle für, aber... Der Priester hier, der ist am schlimmsten. Er hat immer Hunger und ist kurz vorm Abnippeln, du. Ja. Ich hab nur noch einen Verbandskasten. Vorzugsweise würde ich den gerne für mich selbst verwenden, ja? Oh, danke schön. Lass es mal wieder eine gute Station sein. Die nächste würden wir nicht überleben, die nächste Fahrt. Da würden auf jeden Fall zwei wegsterben. Weil ich keine Verbandskästen mehr habe. Das wäre etwas unschön, Freunde. Alles so dunkel hier wieder. Okay. Essen. Oh, immerhin ein Essen habe ich. Ein paar Lumpen. Ladung 0% muss an Stromversorgung angeschlossen werden. Das ist ja herrlich. Pistole und Erste-Hilfe-Kasten. Ich habe zwei. Sehr gut. Oh nein. Lasse. Ich erstmal nicht runter. Oh, muss ich runter? Oh. Okay, das hat mich ein bisschen Leben gekostet, aber ich habe es eigentlich ganz gut. Was heißt ganz gut? Das hat mich die Hälfte Leben gekostet. Verdammt mich. Mist. Ich wollte eigentlich einen boxen, aber... Mhm. Ich will mit Stühlen werfen. Bang. Diese kleinen Mistkerle. Peng. Habe ich beide getroffen? Ja, das war gut. Das war sehr gut. Peng. Ah. Ich hasse diese kleinen Mistkerle, die so schnell rennen. Und dann sagte er, dass die Nacht über die Erde hereinbricht. Die Nacht über die Erde hereinbricht. Und er und seinesgleichen Sterne im Nachthimmel. Das war wirklich ein merkwürdiger Traum. Er trug einen Hut und hatte eine Waffe. Wie ein Cowboy, eher wie ein Jäger. Okay. Mann, scheiße, was war das für ein Geräusch? Wie ist das unheimlich hier? Das ist doch unser Zug. Das war doch die Ladung, die wir da okay. Beziehungsweise ist das genauso ein Container, wie wir schon mal da. Der rote. Militär. Wo auf einmal die Soldaten tot waren, so plötzlich, ohne Vorwarnung. Lett waren sie weg. Oh Gott, oh Gott. Ich mag's hier nicht. Da. Alter, was ist das? Die lutschen da dran. Warum saugen die den Zug aus, Mensch? Oh Gott, was ist denn hier los? Wieder diese Träume, die Symbole, jede Nacht. Ich will aber nicht, dass es verschlossen wäre. Seltsam. Oh. Hilf. Mir.
Das sieht aus, als wäre es was Organisches. Der ganze Zug lebt. Oh nein. Oh, tschüss. Nö, 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 nicht der Brennende da, dann sterbe ich auf jeden Fall, wenn er mich trifft jetzt. Und ich werde mich nicht heilen mit der Lebensenergie. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Geht er ernsthaft? Gammelt ihr jetzt alle da unten rum, oder was? Peter! Side Effects. Da sterbe ich natürlich. Side Effects. Ja. Jetzt kann ich die so ganz langsam anlocken. Oh shit. Ach, komm schon, die gehen jetzt nicht mehr weg da unten, oder? Ich laufe einfach durch. Wie sieht's aus? Kann ich das schaffen? Nein, da sterbe ich. Der Typ sich sprengt. Das ist ja elend. Das ist ja elend. Aha, guck mal, jetzt kommt er alleine. Bam, bam. So. Ach, stirb doch mal. Was zum Geier? Ich hab's überlebt, aber wie? Wie oft hätte ich denn noch anschießen sollen? Ich glaube, jetzt wäre es echt an der Zeit, mich zu heilen, aber ich möchte nicht. Bam. Aha. Box die lieber alle weg. Ich hoffe, das klappt. Sonst bin ich tot. Bam. Kann ich auch treffen, ohne dass sie mich treffen von unten. Das ist eigentlich ganz witzig, oder? Geht das? Bam. Aha. Geht wirklich. Na? Denkst du wohl, hast du eine Chance, Kleiner? Denken sie alle. Bam. Ich muss eigentlich nur noch die nächsten paar Meter überleben bis zum Zug wieder und dann ist gut, ne? Oh, es ist aber wieder... Oh, noch einer. Ja, Stationscode. Lockercode. Schrauben und Essen. Ich brauche die Verbandspäckchen auf jeden Fall für die beiden Leute, weil wenn ich die jetzt... Wenn ich nur eins verwendet hätte, jetzt wäre ich tot. Also, meine Leute wären dann tot. Lumpen. Da ist die Batterie. Sehr gut. Wir haben Strom gemacht. Gina. Kann ich hier das Teil benutzen, ha? Aber ich will noch nicht. Ich will noch mal ganz kurz. Diesmal werde ich es nicht verpassen, hoffe ich. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Irgendwas Wichtiges. Die eine Tür, die ich nicht öffnen konnte, wegen bei dem Zug da. Oh, da war ja Sackgasse. Wegen den Schränken. Oh Mann, ist das unheimlich. Übernehmen die etwa die Maschinen? Oder wie soll ich das verstehen? Man ist so schön im Unklaren und man wird doch immer so darauf hingedeutet, dass er was weiß, aber er sagt ja nichts. Beziehungsweise werden wir das nicht erfahren. Das hätte ich mal früher probieren können, geht aber auch nicht. Mist. Ach du Elend, Mann, ich will das doch nur. Ich will doch nur wissen, was hier los ist. Diese Besucher. Widerwärtig, oder? Ich finde das widerlich, dass die Maschinen besetzen. Das sieht halt nicht sehr schön aus, mal so gesagt. Mal den Karton, habe ich den? Ja, ne, hatte ich eigentlich untersucht, ja. So. Da unten war noch so ein Apparat, den hatte ich glaube ich auch. Da wo stand mit den 0% Ladung, hier. Ja, ja, muss an Stromversorgung angeschlossen werden. Habe ich doch. Habe ich doch gemacht da unten. Mit der Batterie. Kann ich aber nichts mehr tun sonst. Dann gehen wir mal weiter. Dann fahren wir zur nächsten Station. Es ist ja allem Anschein nach hier alles getan. Ja. Nee, gut. Dann hat sich das erledigt. Trotzdem, ich würde gerne wissen, was war das hier? Was? Oh Gott. Na, ich dachte, jetzt kommt was. Was war das für ein... Der Wächter zum Beispiel, was für ein Spinnenvieh, was... Es ist so unglaublich gemein, dass die mir nichts sagen, wirklich gar nichts. So, es geht schon wieder zu einer Station.
nee, jetzt kommen wir zum Labs Bunker. Erste und größte Anlaufstelle, die auf Befehl von Vermont White unter Leitung des Rates von Metropol gebaut wurde. Dazu gehört auch der L-Labs-Komplex, der sich mit der Erforschung der Artefakte von ersten Besuch beschäftigt. Alles gut. Jetzt wissen wir es ja. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Oh, wir sind draußen. Ach du Scheiße. Warum geht's denn? Meine Augen! Ja, ja, ja. Was ist das denn? Oh Kinder, warum sterbt ihr denn alle so schnell? Überlebt doch mal ein bisschen mehr. Oh Gott, der ist auch gut dabei. Man weiß nicht, wer es ist und der gibt $45. Oh. Nein, 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 nicht sterben jetzt. Kinder, danke, ja. Oh. Ich hasse euch alle. Die sind mal kurz vor Verrecken sind. Das Bordbistro hat nicht geöffnet heute. Ihr müsst selber gucken. Was ist los mit diesem Kerl? Ich weiß es doch. Mach mich nicht kirre. Oh komm, wir sind bald da. Soll ich mir das letzte Essen aufsparen oder soll ich das ihm in den Rachen werfen? Der nippelt mir wahrscheinlich so schneller ab, als ich... Ich weiß nicht. Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Mach das bitte nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt, verdammt. Die aber alle sofort ersticken. Ja, noch geht's ihnen aber gut. Oh nein, die Bluter, die. Das geht schneller als ich will. Nein, hör doch auf. Was für Symbole. Ach komm schon, wir sind gleich da, Mann. Hau dem noch ein Essen in den Kopf und dann ist gut. Ja. Mehr habe ich nicht mehr, Leute. Es muss jetzt reichen, ja? Bitte. Ja. Oh Gott, ist das gut. Habe ich denn die Möglichkeit, hier shoppen zu gehen? Ansonsten schaffe ich es nicht bis zur nächsten, oder? Die hauen jetzt alle ab. Das wäre natürlich das Allerbeste. Komm schon, bitte geht. Oh ja, bitte. Handlung abgeschlossen. Der Labs Bunker. So, wir haben alle abgeladen, alle haben überlebt. Sogar dieser Typ mit dem Schleim am Kopf. Oh Mann. Es gab eine Menge Kohle und Zeug. Hier ein Upgrade von Justin. Es ist nicht cool. Ganz genau. Ja, er hat den Bunker erreicht. Hä? Ja, die Ladung ist bei ihm. Wer bist du? Woher kommt die zweite Flasche? Ha! Man muss die richtigen Orte kennen. Ich habe alles abgegeben, was ich hatte. Hoffentlich brauchen wir im Schutzraum kein Geld. Ja. Das ist nur ein Kratzer. Warum hast du den verbunden? Ich dachte, du stirbst hier. Warum hast du mich denn überhaupt angerufen? Vielen Dank nochmal, dass sie mich gerettet haben. Ja klar. Verstehst du unsere Sprache? Kannst du laufen? Sieht aus, als wäre das fehlende Kettenglied. Kontaktiere David schnell. David. Wir müssen das taktisch regeln. David. Oh, seltsam, dass du aus Bristol so lange gebraucht hast. Oh, ein Tunnel? Huh. Mein Freund, auf dem Weg hierher gibt es keine Tunnel. Nein, natürlich nicht. Du hättest durch zwei Städte fahren müssen, das ist alles. Stehe ich nicht. Ja, du, ich und wir beide. Okay, wir nehmen sie. Im Schutzraum ist noch Platz. Geh hin oder zu Vorgesetzten, der hat dir etwas Wichtiges zu sagen. Der Typ? Das ist eine Vault, guck mal, eine riesige Vault einfach mal. Oh, da steht noch was. Vergiss nicht, die Essensvorräte einzuladen. Wir schließen den Lastaufzug bald. Ich mach einfach mal alles auf hier. Telefon? Unten gab's eins. Wo will er die ganze Zeit anrufen eigentlich? Also wir, der Zugführer. Warum? Frag ich mich. Zivilisten 12.542, Arbeiter des Laboratoriums 64, nicht identifizierte Objekte 1. Okay, ist das... Habt ihr etwa so ein Ding mit hier runtergebracht, oder wie? Oh ja, die Kontaminierung, sehr gut. Oha, 1540 Kilometer und dann 2082 Kilometer. Ja, ist klar. Wir müssen doch schon langsam irgendwie am ersten flüssigen Kern, an der ersten Kernschicht sein, ich weiß auch nicht. Aber hier wird alles dekontaminiert. Oh, guck mal hier. Alter,
Schöne Aussicht. Ja. Toll, ne? Kann ich mich trotzdem nicht dran gewöhnen. Ich mag keine Natur und Bäume und so weiter. Bitte fass nur nichts an. Aha. Wir rauchen nur im Flur. Was für eine große Sache. Was ist denn hier los? Sag mal, ich komme mir vor wie auf dem Todesstern. Ah. Wir haben ihn in der Nähe erwischt. Es war schwer, ihn ruhig zu stellen. Oh ja, das war einer von diesen Viechern. Noch keine Neuigkeiten. Wir versuchen zu verstehen, warum das Gas solche Auswirkungen auf die Menschen hat. Die Bestandteile sollen die Zellstruktur verbessern. Naja. Nun, um es einfach zu sagen, müsste es Menschen klüger machen. Schneller und so weiter. Aber das passiert nur in ganz wenigen Fällen. Die anderen Fälle kannst du im Kolben sehen. Ja. Also gut, das Gas ist wohl dann mit Absicht ausgesetzt worden, ja? Von wegen Besuch oder was? Ja, X2, Exemplar 2 oder was? Darüber kann ich dir wenig sagen. Wir können nicht einmal feststellen, aus welchem Material diese Kapseln sind. Nach dem Gas brauchst du erst gar nicht zu fragen. Ja. Methan, schätze ich, mit so Schwefeldioxid, keine Ahnung. Wie heißt das? Kurz eben. Von 42 Versuchskaninchen, die dem Gas aus Kapseln A1 und A2 ausgesetzt waren, erreichten 41 Subjekte den feindschaftlichen Zustand HZ2. Ein Subjekt befindet sich unter Beobachtung. Aha. Also eine Person hat es wohl geschafft, diesen Zustand zu erreichen, wo sie so super intelligent wird, ja? Ja. Ich glaube nicht, dass du noch Chancen haben wirst, da jemanden zu erreichen, mein Lieber. Gut, Leute, aber mit dieser Aussicht werde ich mal ein bisschen früher Schluss machen. Weil, ja, ist. Ich danke euch fürs Zusehen. Bleibt dran. Es geht bald schon weiter mit The Final Station. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.